Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bloodborne. Ja, im letzten Part haben wir die Dunkelbestie Parl versucht. Ja, ich hab dann eingesehen, dass es dann zu wenig Schaden ist, dass ich drücke. Wir machen das erst später. Und jetzt begeben wir uns zurück in den Kathedralenbezirk. Genau. Und ich werde nun den ersten Schlüsselboss besiegen. Es gibt insgesamt zwei von diesen Schlüsselbossen, nenne ich sie jetzt mal, die die Tageszeit voranschreiten lässt. Beziehungsweise die Tageszeit, genau. Wir sind jetzt noch im Abend. Und wenn ich jetzt diesen Boss besiege, werden wir in die Nacht gehen. Wenn das Spiel mal laden hätte. Vielen Dank. So. Zack. Wow, die sind jetzt 2 Hits. Der Typ kommt schon wieder. Weiß gar nicht, ob der immer kommt. Auf jeden Fall ärgert er mich. Schön, dass ich jetzt so viel Schaden mache. Ich habe mich aber eigentlich gar nicht auf Geschicklichkeit getrimmt, oder? Oder habe ich das Schwert? Ach, ich verbessere ja die Waffe da unten auf. Ich habe sie ja, ich glaube, 2-mal auf verbessert jetzt. Natürlich macht die jetzt gut Schaden. Ich habe auch trotzdem 3 Hiebe. Jetzt hole ich mir erstmal den Typ da drüben. Auch nur, weil ich es kann. Ah, die andere gleich mitgenommen. Ja, dir. Ich hatte gerade Schiss, weil der Angriff kann recht viel treffen. Erschossen. So. Geht's aber kurz runter. Weil hier liegt der Typi. Bestimmt Quecksilberkugeln. Mhm. So. Er hatte keine Glutfiolen getroppt. Gut, ich habe meine 20. Dare. Das wäre komisch, wenn sie Dare sagen, weil alles hier Deutsch spricht in diesem Spiel. Ich finde die deutsche Synchro hier gar nicht mal so schlecht. Muss ich dazugeben, obwohl ich ein starker Verfechter der englischen Synchros bin. Aber es geht hier sogar. Man kann es zwar umstellen, dafür muss ich aber meine PS auf Englisch stellen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Hätte ich jetzt zwar auch nicht so groß dagegen, aber muss jetzt nicht unbedingt sein, wie gesagt. So. Willkommen beim nächsten Boss. Ich laufe ganz langsam. Spannung zu erzeugen. Willkommen bei Vikarin Amelia. So, dieser Boss hat seine Kniffe. Er geht. Er ist jetzt nicht allzu... Aua. Allzu über-mega-heavy-Dings. Aber er kann schon... Also,
Ich habe schon ein paar Mal gegen den verkackt. Greif vor allem auf zu mich. Wenn ich nicht hinter sie komme. Ich will eigentlich bei Vicarin Amelia ist eigentlich das A und O hinter ihr zu stehen. Ich komme aber gerade nicht hinter sie. Ja, lecker. Oh, ich habe den Kopf erwischt. Ja, genau so. Als hätte sich wieder umgedreht. Die wird auch noch stärker. Die kann sich boosten. Aua, 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 aua. Oh, der Angriff ist so eklig. Ja, genau das meine ich. Und was Madame auch kann, was sie hoffentlich nicht tun wird, Madame kann sich heilen. Aua. Jetzt geht aufs Maul. Verdammte Scheiße, hey. Das hat sie bis jetzt noch nie gemacht bei mir. Sie kommt. Ja, jetzt tobt sie mit den Schlägen nach vorne. Aua, Satan ist nicht cool. Wie gesagt, also bei jeglichen Bossen in den ganzen From Software Spielen sind die Wischangriffe die tödlichsten. Ah, ich habe sie zum Hinfallen gebracht und ich schaff's nicht, vorne hinzukommen. Aber den da zu treffen. Sie heilt sich. Problem ist halt auch, da ich dieses Spiel schon eine Weile nicht mehr gespielt habe und ich Vicarin Amelia zwar im Kopf noch habe, wie es so funktioniert, ist es trotzdem recht schwer gerade für mich komplett zu kämpfen. Boah, Kopf erwischt. Boah, der Uppercut. Ausweichen. Der trifft die Schockwelle. Ich sehe nichts. Ich stehe gerade in einer ganz beschissenen Position. Ja, ich mache jetzt noch kurz Feuerschwert. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die First 2 schaffe. Hat aber auch Seite 14, 13, 14 Blutführung gebraucht. Oh, mein Herz. So, ich mache die Lampe an. Und dann gucken wir uns das hier an. Wir sind vom Blut geboren, Mensch geworden durch das Blut, vernichtet vom Blut. Unsere Augen sehen noch nicht. Fürchtet das alte Blut. Ich muss jetzt gehen. Thank you.
Fürchtet es. Fürchtet das alte Blut. Und nun hat sich die Tageszeit verändert. Ich werde jetzt zurück in den Traum des Jägers kehren. Einfach um mich noch ein bisschen zu leveln. Und dann sind wir schon. Also jetzt haben wir die Tageszeit verändert und jetzt geschehen neue Ereignisse im Spiel. Werdet ihr gleich sehen. So, noch einmal Vitalität und zweimal. Okay. Einmal hier und einmal hier. Es kommt aufs Gleiche raus, ich depp. So. Stufe 40 sind wir. Lebt wohl. Stunde erlangen. Jetzt was Neues. Nee, so halt nicht. Blutviolen werden jetzt gekauft. Mit dem restlichen Geld, das ich habe. So. Nun begeben wir uns auch gleich wieder zur. Das war falsch. Okay. Ich will jetzt unten in Altjahren haben. Das wollte ich nicht. Ich wollte in die große Kathedrale. Ladespiel. Please. Und wieder zurück. Jetzt kommen wir eins die Gebiete, die große Kathedrale. Ekligsten ist, sag ich mal. Ja. Und ja. Nicht am ekligsten, einfach durch. Ihr werdet gleich sehen. Ihr werdet gleich sehen. Ach ja, genau. Jetzt können wir uns eigentlich auch alles machen schon. Ja, das machen wir, aber das machen wir noch nicht jetzt. Ja, es gibt nämlich noch ein paar weitere optionale Dinge. Die werde ich aber erst tun. Euch gibt's immer noch, ja. Jetzt guckt mal hier rein. Kein Sonne mehr. Es ist jetzt tiefste Nacht. Autsch. So, und ihr seht, guck mal, der Typ steht jetzt, der sitzt jetzt hier. Boah, mit einem Umdrehen. Die Typen kommen immer noch hoch, okay. Also alle noch so wie sie sind, da. Sensenheini genauso. Aua. So. Silberkugeln für uns. Zwei Blutfiolen. So, und jetzt gehen wir hier geradeaus weiter und hier sitzen jetzt die Typen an den Rändern. Und töten werde ich jetzt den hier, weil der mir im Weg steht. Bling! So. Weiter geht's jetzt hier. Da waren wir noch gar nicht. Ach, wir waren ein paar Orten noch nicht, fällt mir gerade so ein.
Ach du Heilige, das habe ich ja voll verpeilt. Ah, glänzende Münzen, 12 Stück. Jetzt mache ich hier weiter. Ich gehe kurz vor. Ach du Heilige, wo kommt denn der her? Hirnsauger. Oh, nicht cool. So. Stimmt, den Ort habe ich komplett vergessen zu zeigen. Wo der Typ nämlich jetzt gerade rumrennt. Da waren wir ja schon. Da habe ich gesagt, da gehen wir jetzt noch nicht lang. Da wollte ich eigentlich noch lang gehen. Ja, Feuertyp. Bitte Marsch, das war Schaden. Gutes altes Schwert auf Kopfende. Der Typ ist auch kein Problem. So. Genau hier runter wollte ich noch gehen. Weil hier ist das mal jemand, mit dem wir reden können. Hey, was für ein seltsamer Geruch. Aber immer noch besser als der Gestank von Blut und Bestien. Was gibt es denn? Ich bin während der Jagden nicht zu sprechen. Und außerdem ist dies kein Ort für Damen. Ich will euch nicht ins Verderben ziehen. Und jetzt reden wir gleich nochmal mit ihr. Oh, dem Himmel sei Dank. Ihr seid eine Jägerin, nicht wahr? Wisst ihr vielleicht einen sicheren Ort? Die Nacht ist lang und ich habe nur noch sehr wenig Weihrauch. Bitte, es muss doch irgendwo eine Zuflucht geben. Von der Odeon-Kapelle erzählen. Oh, danke, Schätzchen. Vielleicht sehen wir uns doch. Genau so ist es nämlich. Ihr seid nicht von hier, hm? Eine Fremde, die bei der Jagd mitmachen will? Wie lächerlich. Was? Ihr haltet mich für eine Bestie? Tja, vielleicht halte ich euch auch für eine Bestie. Und weg von meiner Burg. Ah, ich habe genug von euch. Was? Findet ihr das lustig? Na, ich kann's bestimmt nicht. Also macht, dass ihr wegkommt. Ich will mit eurer Bestienjagd nichts zu tun haben. Ja. Was soll dieser Blödsinn, den ihr da verbreitet? Ich habe gehört, wie ihr der Schlampe was von einer Zuflucht erzählt habt. Na, sie ist schön blöd, wenn sie einer Fremden vertraut. Warum? Ihr geht es vermutlich nur darum, euch um eure Mützen zu erleichtern. Okay, was für Lügen wollt ihr mir heute erzählen? Haltet ihr mich für ein leichtes Opfer, ja? Na, dann versucht es doch. Ja, tut mir leid, zu klug für diesen Schwachsinn. Ich erkenne Lügenmärchen, wenn ich sie höre. Fremde, sogar ihre Lügen sind durchschaubar. So, es gibt nämlich noch einen zweiten Zufluchtsort, den habe ich mir aber noch nicht geholt. Ich hoffe, der Typ nämlich, dieses Arsch-Dings da, verdammter Fluch. Der geht nämlich zu genau der anderen Zufluchtsort. Oh, Gift, ja, danke. Also warum ich den anderen Zufluchtsort nicht geholt habe, hat auch einen ganz besonderen Grund. Das ist nämlich Isofekas, irgendwie so, Klinik. Ah, das Kirchen-Set. Und wenn man das nimmt als Zufluchtsort für die Leute. Also Isofeka ist eine Heilerin, die bei der Bestienjagd im medizinischen Bereich teilnimmt. Ganz kurz. Mein Baby! Mein kostbares kleines Baby! Bleib weg! Bleib weg von uns! Okay, ist immer das Gleiche. Ja, die beteiligt sich in der Bestienjagd medizinisch, aber die wird jetzt ersetzt durch eine falsche Isofeka. Und die bringt die Leute, die man hinschickt, um. Helft mir! Bitte Hilfe! Ja, habt ihr gehört, wie er am Ende gelacht hat? Alle wahnsinnig, die Typen hier. Kommt man nicht rein? Okay. Ja. Giftmesser, glaube ich. Ja. Ah, da schießt jemand.
Und wenn wir die Leute zu der, also jeder von diesen NPCs, mit denen man, die man zu der Kapelle schicken kann, hat eine Sidequest. Und wenn man die zur Isofekas Klinik schicken, endet diese Sidequest sofort und sie verschwinden aus dem Spiel. Dankeschön. Diese Steinhackensäge. Dickes Kaltblut, wunderbar. Jetzt hängt er noch. Blöd, dass meine große Waffe dich zum Zurückreichen bringt, ne? So, gehen wir hier hoch. Jetzt kommen wir an einem Ort raus, wo wir schon waren. Ich würde einfach nur kurz diesen Bereich zeigen und Ariana holen. Das ist die Frau, mit der wir geredet haben. Und der sture alte Mann, wenn der nicht zu Isofikas Klinik geht, sehen wir den auch wieder. Oder er geht zu Isofikas Klinik und der stirbt. Dann ist halt so. Mit dem kann man, glaube ich, nur handeln, beziehungsweise der mault einen die ganze Zeit an nur. So, Items gibt es hier weiter nicht. Nein. Hier unten ist der Hund. Nee, das ist wieder darunter. Gut. Jetzt laufen wir nach rechts wieder, laufen zurück, wo wir gerade herkamen. Beziehungsweise wo ich gerade reingelaufen bin und gesagt habe, da will ich noch gar nicht lang eigentlich. Ich hätte doch einfach hier runter jumpen können, sehe ich da. Probier halt noch zu fliegen. Worin rührst du rum? Er lebt noch! Er lebt noch! Oh, okay. So, und jetzt geht's hier weiter. Ob's Items gibt? Ist nichts. Und hier steht Ludwig wieder. Nee, Alfred. Ludwig ist ja bei jemand anders. Ich habe hier Ludwig heilige Klinge, das ist Alfred. Oh, schön, euch gesund und munter zu sehen. Lasst uns überlegen, worüber wir reden können. Sagt mir einfach, was ihr wissen wollt. Ja, genau, jetzt können wir hier über die Heilige Kirche, über die verdorbenen Ekelblüter reden. Das werde ich alles nicht machen, das ist alles Text. Es war mir eine Freude. Möge das gute Blut euch den Weg weisen. Ja. Ich könnte es jetzt da zu voll 100% mäßig Vollständigkeit mitnehmen, aber das ist in dem Sinne ist nur Information. Das dürft ihr dann selber machen, weil wenn ich Let's Play, dann möchte ich immer noch diesen Anreiz für euch haben, dass ihr das Spiel vielleicht selber spielt. Das Passwort. Ach, Alter. Bereits tot. Wir sind jetzt verrückt. So knapp. Ja, ich möchte einfach diesen Anreiz auch für euch haben, dass ihr dieses Spiel durchspielt und dass die Lore, die ihr vielleicht jetzt hier nicht direkt seht, weil ich sie nicht spiele, beziehungsweise nicht direkt aufdecke, dass ihr die vielleicht selber erkennt. Und dass ihr einfach selber noch etwas in diesem Spiel habt. Und nicht, dass ihr einfach ihren 100% Run seht und denkt, ja toll, ich weiß schon alles, warum sollte ich jetzt nochmal spielen? Ja, wir sind im verbotenen Wald. Und der ist nicht so nett wie bei Harry Potter. Oh, Item. Und einfach, dass wirklich, wie gesagt, für euch ein Anreiz immer noch da ist, zu spielen. Jetzt muss ich gucken, wie viel... Oh, wir sind schon fett drüber mit der Zeit. Ich laufe jetzt hier noch kurz runter. Zur nächsten Laterne. Ich muss nur kurz gucken, ob hier... Hier kommen auf jeden Fall noch Gegner. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, da unten macht so ein... Ja, eine Zwillingssteinscherbe. Ach ja, davon gibt's jetzt, von denen gibt's ja hier Arsch voll. Oh, das war Öl. Danke. Du Typ. Nur Öl unwirft.
Blutfion. Will ich da überhaupt erstmal lang? Nee, ich will. Ich sag auch, sehr verzweigt und sehr verzwickt, dieser blöde Bereich. Da unten ist die Lampe, ja, das weiß ich, aber da oben geht's auch noch weiter in dem Sinne. Oh Mann. Ja. Wir machen die Lampe an. Und ich begebe mich zurück in den Traum des Jägers. Dann werde ich noch kurz leveln. Und dann die Folge beenden, weil wir sind schon über 25 Minuten, obwohl ich eigentlich nur 20 Minuten Parts machen will, aber bei Dark Souls, bei Bloodborne kriege ich es irgendwie nicht auf die Reihe. So. Genau, kanalisieren, einmal hier, und dann können wir schon nicht mehr. Wunderbar, jetzt haben wir 2020. Gut, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Bloodborne für heute. Sehen uns im nächsten Part. Ciao.